Die erkennen Sie bestimmt. Valentin Doué. Der Designer, um den sich ganz Paris reißt. Wer inspiriert Sie? Sagen wir mal, im Grunde wir uns selbst. Hallo, mein Name ist Christoph Maria Herbst und ich spreche Danny Boone als Valentin in seinem neuesten Film Die Sties in Paris, eine Familie auf Abwägen. Tata! Maman! Maman! Zum Glück kommt alles, wie es kommen muss. Also Stier zu sprechen ist schon eine Herausforderung für Mensch und Maschine, für Lippen und Zunge. Ich weiß nicht, was los ist. Bin slapp wie ein Wischnüppel. Unsere deutsche Synchronregisseurin, die auch die Drehbuchfassung geschrieben hat fürs Deutsche, die Beate Klöckner, hatte die wunderbare Idee, eine eigene Kunstsprache zu kreieren. Oh mein Liebling, hast du mir gefehlt. Das ist die andere da. Guten Tag, Madame. Das hat man als Kind vielleicht mal gesprochen, aus Spaß. Und heute mache ich es als Erwachsener und darf jemand anderem, nämlich diesem französischen Superstar Danny Boone, meine Stimme leihen. Ist ein Lobrador. Nein, ein Hund. Jetzt, Moment, was verschapft ihr da alle? Die Sties in Paris, eine Familie auf Abwägen, ist ein ungeheuer witziger, lustiger, auch fantasievoller Film, wo es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall lohnt, reinzugehen. Sprechen Sie mir nach. A-E-I-O-U. A-A-I-O-O. Sprechen Sie mir nach. A-E-I-O-U. A-A-I-O-O. Gut, arbeiten wir mit Bildern. In dem Film wird sehr viel Sti gesprochen. Und das möchte ich euch jetzt beibringen. Es ist eine Sprache, die man kaum verstehen kann. Er kann noch nicht richtig sprechen, ist aber auch normal. Heilige Bimbom, jetzt ist aber genug, du Hackfresche. Ah, na dann. Das Wichtigste ist, und das macht die Sprache eigentlich sehr einfach, es gibt keinen Genitiv, keine Konjugation und nur einen sehr begrenzten Wortschatz. Ich weiß nicht, wer du bist, du doch. Ist normal, wir sind uns noch nie begegnet, hm? Ach, deswegen sagt mir Refi Charge da schon gar nichts. Es heißt, deswegen sagt mir ihr Gesicht nichts. Hä? S wird zu Sch, Sch wird zu S und A wird zu O. Da. 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 Hä? Dann gibt es auch ganz neue Begriffe, die es in der deutschen Sprache eigentlich so nicht gibt. Zum Beispiel, der Blödmann ist der Blödbommel. Oder Wischmopp ist Wissnippel. Was ist das? Nur ein Rommler. Nein, ein Hase. Oh. Wenn ihr das alles verstanden habt und beherzigt und wir uns bald mal treffen, dann können wir uns einfach gepflegt mal auf Sti unterhalten. Ich freue mich drauf. Ein Shampoo. Das ist eine Sonnencreme. Sowas benutzen die im Norden nicht. Ah. Den hier kennen Sie bestimmt. Valentin Doué. Der Designer, um den sich ganz Paris reißt. Wer inspiriert Sie? Sagen wir mal, im Grunde wir uns selbst. Und er hier, das ist, nun ja. Buschi! Das ist seine Familie. Wie passt es mir? Hast du Schuh genommen? Der Anzug ist eingegangen. Meine Arme sind doch nicht länger geworden. Na, wo sollst du denn hingehen? Das Schack ist dir nicht. Du warst mit Ohren dran nach Paris, hä? Ein Wiedersehen war eigentlich nicht geplant. Frau Ministerin, angenehm. Bravo, Tata! Maman. Hä? Da ist Maman. Maman? Zum Glück kommt alles, wie es kommen muss. Maman! Freu ich mich, das zu sehen. Oh, ihr seid auch alle da. Oh, mein Liebling. Hast du mir gefehlt. Das ist die andere da. Guten Tag, Madame. Er muss in 2 Monaten so viele Fortschritte wie möglich machen. Danach verbessert sich nichts mehr. Oh nein. Sein Gedächtnis ist weg und er verhält sich wie ein 17-Jähriger. Hä? Was ist das? Ist ein Rommler. Nein, falsch. Rammler. Ist ja wohl ein Tiss. Man sagt Tisch. Jo, hab ich's doch geschackt. Denkst du, der kennt keinen Tiss? Oh. Gibt's hier einen Toni? Das bin ich. Sie sind aus dem Norden, stimmt's? Ich muss sitche, muss sitche, geschitche, muss miss. Sitchen, sitchen. Also nicht so wichtig. Und wisst ihr, es regnet in Strömen, oh lala. Es pischt jo, oh lolo. Klingt furchtbar. Es pischt jo, oh lolo. Ein Shampoo.
Das ist eine Sonnencreme. Sowas benutzen die im Norden nicht. Ah.